Moin Moin Leute und herzlich willkommen zurück zu Half-Moon Magical Melody. Ja, ich habe das wie gesagt nochmal gespielt. Ich musste nur irgendwie so einen Pfosten in die Versandkiste legen und dann hat sich der Bürgermeister am nächsten Tag gedacht, yay, Feuerholz! Warte mal, du hast die selbst in die Kiste gelegt? Wollte ich gerade sagen. Nein, sonst hätte ich ein... Ach, fuck you. Fängt wieder gut an. Ja, ich würde sagen, das Festival reden wir noch nicht so, wie wir das da hatten, weil ich doch sehr viel lesen muss und dann in die Gesprächsthemen da, die wir dann entstehen lassen eventuell. Was alles gestellt! reinzureden, weil ich was vorlesen muss. Ich werde den, ne? Dann wird es... Dann erst einmal, Ecto und Matt sind da. Matt war ja eben da und Ecto jetzt auch wieder. Ja. Nach Monaten Abstinenz auch wieder da. Ich wurde nicht mehr gefragt. Leider. Wieso? Ich habe immer in die Gruppe gefragt, Lust aufzunehmen und Matt war der Einzige, der geantwortet hat. Also warte mal hier. Echt? Du hast doch selber heute gerade geschrieben, also ich kann das nochmal vorlesen. Moment. Patrick hat Ectus leiser hinzugefügt. Hatte keine Gruppe XD. Ja, so. Weil. Lass mich ausreden. Ich habe ja letztens wurde ich wieder so von so uralten Gruppen und so weiter wieder angeschrieben und bla bla bla. Dann habe ich mir gedacht, fuck you, weil ich das hasse, wenn in Skype da rechts oben dann eine 1 ist. Also eine Nachricht halt. Und auch wenn es nur die fucking. Ja, das nervt mich auch, wenn dann 1 steht. Ich hasse Zahlen. Ja, und dann habe ich einfach gestern oder so die Dings gelöscht, die kompletten. Ich weiß das Framework gerade nicht. Pat, ich muss aber auch sagen, ich glaube, bei deinen Gruppen, was die da schreiben, ist auch ein bisschen abartig. Dann kommt wahrscheinlich dann so eine Nachricht: Du mich lieben, heiraten mich! Da geht's an, heiraten mich! Hi! Lutschi 5 Euro, Fiki. Ja, Lutschi 5 Euro, Fiki. Ja, ich erinnere mich, da habe ich auch mal so eine dubiose Einladung erhalten. Da bin ich in dieser Gruppe gehockt, dann war da die Überschrift Darkane's Asian Connection. Da war dann auch ziemlich viel los. Ach, ja, die handeln gerade für mich, also. Deswegen bin ich auch wieder raus. Arbeiten. Genau, ich bin so quasi ihr. Du bist wie immer ein Zuhälter. Richtig, das sind meine Noten. Ich wollte es halt nicht so sagen, aber... Spät. Jetzt ist das auf YouTube oben. Das, ja, was vor allem, wir aus Spaß mal, gesagt haben, das bringe ich nie mehr aus dem Internet raus. Ach, warte mal. War das nicht so, dass deine Zuschauerschaft zumindest in diesem Teil deines Kanals größtenteils weiblich ist? Doch, keine Ahnung. Ja, das hast du selber mal gesagt. Echt? Cool. Ja, nee, kann schon sein, dass sich mehr weibliche Zuschauer sowas wie Office Moon angucken, aber... Liegt bestimmt nicht an deinem Sexappeal. Oh, ey. Das war sehr widerlich, mach das nie wieder. Okay. Ach ja. Gleich können wir dann über unsere Welten übergreifenden Themen reden. Übergreifende Themen. Ja. Also ich hatte gerade einen kurzen Lag und ich habe bei Ecto nur kurz Tit gehört und dann habe ich mich gewundert, was er meinte. Ich habe genau das gemeint. Tittenübergreifend. Ja, tittenübergreifende Themen. Ich hasse Skype manchmal. Es ist gerade sehr kacke. Ich trinke. Und muss mit einer Hand gerade spielen. Ihr wollt nicht aussehen, nicht sehen, wie das gerade auf dem Bildschirm ist. Mit einer Hand gerade rumspielen, ja. Ja, ich habe mir heute Rührei gemacht und habe dazu den Eiershaker benutzt. Was mit dem Eiersollbruchstellen-Verursachungsgerät oder wie man es nennen mag? Eierschalen-Sollbruchstellen-Verursacher. Fuck, man. Ich bin so geil, dass ich das einfach so gesagt habe. Das war aus dem Kurzzeitgedächtnis. Ich glaube, ich hab einfach weit höhere Standards als du. Tut mir leid. Ich bin da nicht beeindruckt. Aber ja, Pat, du kannst stolz auf dich sein. Hier, mach mal kurz einen Applaus für dich. Dankeschön. Ein Trauerfeuer am Mondscheinstrand.
Ja, das ist das Fest, was wir heute haben. Trauerfeier? Trauerfeuer. Oder Trauerfeier kann schon sein. Das ist quasi dafür, ja, um ach, den ganzen... Ach, als die letzten westlichen Marineflotten zertrümmert worden sind von 20 Atombomben. Genau. Ja, das war ein großes Event. Da ich meine 3D-Brille angesetzt und hab gedacht, boah, geil, dann habe ich auch nichts mehr gesehen. Sieht das alles geil. So lebensecht aus, ne? Ey, ja? Seid so Idioten. Was denn? Ich weiß nicht. Das ist eine postapokalyptische Gesellschaft. Und natürlich müssen sie ihren letzten verbleibenden Schützern nochmal gedenken, als sie in die Luft geflogen sind. Ja. Savik geht jetzt quasi zu dem Fest. Ja. Das müsste ich... Also viele Atombomben. Ja, die hatten. Ja, richtig. Ja, Kuhbomben. Ja, das war eine postapokalyptische Gesellschaft. Oder ist momentan, das war ja, ne? Ja, der ist ja schon so weit gegangen, dass Delfine so... Das sind ja eigentlich nur vereinzelte Lebewesen. Hast ein Affe, ein Maulwurf, ein Delfin. Das ist wie so eine kaputte Arche, das ist noch von allem eins übrig. Ja, du hast auch nur noch eine Kuh, du kannst dir keinen Stier kaufen. Du kannst nur weibliche Kühe kaufen. Aber interessanterweise ist ja, du kriegst doch irgendwo weibliche Kühe her, aber wo kommen die her? Klonungsmaschinen, das ist die einzige mögliche Lösung. Stimmt. Die Klon in Harvest Moon. Okay, jetzt, Moment. Hey, Ducky, gut, dass du da bist. Ich werde euch beiden bitten, dieses Jahr das Feuer zu hüten. Mit diesem Feuer gedenken wir all derer, die im Meer umgekommen sind. Ich verlasse mich darauf, dass ihr beide das Feuer nicht ausgehen lasst. So, ich hoffe, die haben jetzt genügend gelabert. Plötzlich kommt der Flipper-Delfin und macht's nass. Und dann wirst du ermordet. Ja, weil, ne? Wir müssen ja mit Streichhölzern... Ja, eine Kuh, weil Feuer ist ja in der postapokalyptischen Gesellschaft ja sehr rar. Ne? Naja, die Tradition führt daher, weil sie immer noch hoffen, durch dieses Signalfeuer werden die Geisterschiffe, oder sie hoffen zumindest, dass noch Schiffe übrig geblieben sind, die intakt sind, zurück zur Küste finden und ihre Geliebten wieder nach Hause kommen. Ha? Ist das nicht gut? Scheiß? Ey, du musst erst mal so ein Bullshit ausdenken können. Ja. Okay, weiter geht's mit dem Lesen. Meine Eltern kamen auch im Meer um. Vor dem Meer habe ich Angst. Aber ich mag den Delfin. Sympathisch. Ich komme nachts nicht gerne hierher. Jetzt ist es gut, weil du bei mir bist. Oh. Oh. Das hat der Maulwurf gesagt, oder? Ja, der Maulwurf spricht aus ihr. Der Maulwurf war's. Du haust mich immer so sanft mit dem Hammer. Ja, ja. Ja, ich meine, irgendwo muss man ja seine... Verdammt. Interessant. Fetisch ausleben. Nee, genau, genau. Irgendwo muss man ja auch seinen Fetisch ausleben. Und dafür benutze ich den Maulwurf. Und ja, ihm gefällt's auch. Oh ja. Gute Arbeit. Nun werden die Geister der Menschen, die im Meer starben, sich beruhigen. Siehst du, das macht doch Sinn mit meiner Theorie. Auf eurem Heimweg wird es dunkel sein. Seid also vorsichtig. Nein, you don't say. Nachts ist es kälter als draußen. Wusstest du das schon? Oh shit. Ja. Okay. Ich habe die Note der Flamme bekommen. Die Flamme für all die, die auf See verschollen sind. Freundliche Requiemnote für diese Stimmung. Oh, Fremdwörter. Heißt das nicht Requiem? Ja. Wird das nicht sogar so ausgesprochen? Das ist dann aber aus dem Englischen, aber... Scheiß drauf. Fremdwörter, sage ich ja, Englisch. Ja, Requiem. Naja, ist eigentlich ist bei dir auch Hochdeutsch schon eine Fremdsprache. Ich meine, du kommst aus Bayern. Stimmt. Nein, das hättest du jetzt nicht sagen sollen. Jetzt bekomme ich wieder, haufenweise Kommentare. Sprich mal bayerisch! Mach mal ein Part auf bayerisch. Damit dich auch keiner versteht. Richtig. Ja, dann sag, das ist geil. Doch so scheiße. Man versteht dich ja gar nicht. So wird es 100% kommen. Es könnte auch schlimmer kommen, Pat. Auf einmal kommen die Leute vom Stronghold 2 Let's Play und sagen, du bist voll der Noob, du kannst kein bayerisch. Und dann ist es rum. Ja, Mann. Apropos, wenn wir schon beim Thema Let's Play sind. Ecto, was machst denn du eigentlich zurzeit? Gar nichts. Ja, mach gar nichts mehr. Nix. Ich bin empört. Nee, ich bin, Schau dir auch gar nichts dein Gesicht an. Ja, ich hab mein Passwort von dem Kanal vergessen.
Sehr geil. Geh doch weg, du dumme Frau, und lass mich zu dem Schwein, mein das Gott. Hat sich immer automatisch angemeldet und dann auf einmal nicht mehr. Dann wusste ich nicht mehr, was mein. Ja, das was Problem kenne ich manchmal. Ja, jetzt müsste ich halt mal einen neuen Kanal machen. Aber ich weiß dann sowieso, wenn du einen neuen Kanal hast, du lädst 3-4 Videos hoch, dann kommen 4 Wochen nix. Das war, als ich keine Lust mehr hatte. Dann kommt so ein Statement von wegen, hey, yo, ich lade wieder mehr hoch. Ja, naja. 1-2 Videos, 5 Wochen Pause. Boah, genau. Das war jetzt aber eine anstrengende Phase. Ein Video hoch, ah Gott, ich kann nicht mehr, bin ausgebrannt. Ciao, Leute. Ja, ist so. Neuer Account, hey, ich bin jetzt wieder voll energisch dabei. Ein Video. 10 Monate Pause. Ja. Das war gut. Okay, wir haben gerade einen Brief bekommen. Es ist wirklich ganz schön kalt geworden. Geht's dir gut, für ein geregeltes Leben und gesund zu bleiben? Denk auch daran, oft eine warme Mahlzeit zu kochen, um viel zu schlafen. Martha. Oh, wer ist Martha? Ich glaube, das ist die vom Krankenhaus. Das ist Krankenhaus. Solltet ihr nicht sagen, bleib schön draußen im Kalten mit einem T-Shirt an, dann komm ich bald besuchen? Ja, das ist die Olle vom Krankenhaus. Die 100-Jährige da, die Alte. Nee, aber okay. Sie stirbt dann trotzdem nicht. Ja, das ist also. Klone! Klone. Ach, das ist dann sowas wie bei Star Wars, The Clone Wars. Weißt du, die hat im Keller so 500 Klone, wenn einer stirbt, dann wird der nächste so rausgeschubst. So, mach du mal weiter. Ja, das meine ich ja. ja. Also, wir lösen so unbewusst die komplexen Mechanismen von Harvest Moon. Seid ihr euch dessen überhaupt bewusst? Ist er nicht. Nein, du rufst mich jetzt nicht an, lass mich in Ruhe, danke. Wieso? Wollte wieder Mama skypen. Mama hat mich nicht in Skype. Mama hat Freundschaftsanfrage geblockt. Ja, kenne ich. Aber die Anfrage, dass du ihre kleine Schwester bist, wolltest du dann selber auch nicht akzeptieren. Was? Ja. Was für eine kleine Schwester. Ich hab's auch. Was verheimlichst du mir, Patrick? Er rennt manchmal durchs Dorf wahrscheinlich so in den Dürndl und sagt, ich bin eine wunderbare Schwesterling. Die Therapiezahlen in dem Gebiet sind drastisch nach oben gegangen seitdem. Findet ihr mich hübsch? Oh, du bist so ein starker Mann, gib mir ein Küsschen! Boah. Das ist mies, das ist. Oh Gott, allein schon von diesem Gedanken muss ich auch schon zum Therapeuten. Ähnlich. Fat macht das nie. Mit so einem Lutscher in der Hand. Wenn du sowas wirklich sehen willst, dann kannst du dir, warte mal, hier die Angry Joe Review zu, was war's? Bioshock Infinite. Ja, aber Ecto, ich kenn das, das ist so das Klischee auf der Zeichentrickbild, ne? So bei so ein Dirndl Lutsche in der Hand und zwei so lange Zöpfe. Ah, dann brauchst du noch so ein Bärtchen. Push-up-BH, dann. Ja, so wie von Little Britain, oder? So ein Vollbart, Dirndl an. Am besten wäre ein kaiserlicher Backenbart. Das heißt. Ein kaiserlicher Backenbart. Ja, die gibt's wirklich. Ja, ich kenne die. Die nur an der Backe Kotelett. So wie so. Ah ja, richtig Monsterbärte einfach. Wo das Kinn und alles noch frei ist, aber die Backenbärte. Ja, aber die Backenbärte wie so ein Viereck aussehen. Beziehungsweise so ein Dreieck, das an der Wange aufliegt. Nö. Das sind doch die, oder? Ja. Eben ein kaiserlicher Backenbart. Aber der Name kaiserlicher Backenbart. Ja. Ob der wirklich so heißt? So, wir haben jetzt. Könnte man ja googeln. Wir haben jetzt noch 6 Minuten, über andere Themen zu reden. Da gibt es auch einen Wiki-Eintrag. Also, wir haben jetzt noch 5 Minuten, um über andere Themen zu reden. Oder das, was wir so sagen wollten, von wegen, ne? Nee. Nee, lieber nicht. Also ich bin jetzt eigentlich schwer
amazed by the kaiserliche Backenbart. Jo. Hier der Link für dich. was wollte ich machen? Muss ich mir doch mal die kaiserlichen Backenbärte angucken. Dumm in der Gegend rumlaufen. Hey, da ist eine Katze. Da gibt's auch nur eine Katze und keinen Kater. Es gibt aber eine weiße und eine schwarze Katze. Und jeder weiß, dass in solchen Filmen und Spielen die schwarze Katze immer männlich ist und die weiße Katze immer weiblich. Das ist gar nicht wahr. Natürlich ist das wahr. Das ist gar nicht wahr. Jetzt sei mal ruhig, du blöde Kuh. Verdammter Rassist. Wieso? Es ist einfach so. Ich meine, in den meisten Filmen ist es auch der Quotenschwarze, der zuerst stirbt. Da! Oder der Quotenasiate. Ja, der Quotenasiate. Wir haben eine Quotenasiate mit gewonnen, aber sonst. Aber man darf auch nicht vergessen, gewonnen hat eine größere Rolle in dem Spiel, als du denkst. Die ist. Aber Matt. Nein. Mir ist gerade was aufgefallen. Nein. Du hast ja gesagt, eine postapokalyptische Gesellschaft des Harvest Moon. Das kann dementsprechend nicht sein, denn da müssten ja auch Schwarze sein. Und wenn die jetzt nichts zu essen haben, müssten nicht die Weißen auf dem Rast stehen, sondern die Schwarzen. Ich bin jetzt auch total gegen so Rassismus, aber das ist doch rein theoretisch. Nein. Lösung gefunden. Nicht? Weißt du, wir haben ja nicht darüber gesprochen, dass das die Erde darstellt bei Harvest Moon. Und ich gebe dir zu einem ein anderes Beispiel. Hast du jemals einen Farbigen gesehen bei Herr der Ringe? Hast du? Nee. Hab ich auch nicht. Das ist halt eine Welt, da gibt es dann wahrscheinlich Asiaten. Und Weiße. Aber Asiaten habe ich auch nicht gesehen. Doch, Kun. Hast du einen? Kun ist aber ein Ninja. Aber bei Herr der Ringe doch nicht. Ja, aber das heißt quasi, man könnte sagen, dass Herr der Ringe nicht irgendwann auf der Erde spielt, sondern dementsprechend auf einem anderen Planeten, oder wie? Naja, das davon weißt du ja nichts. Es gibt ja zum Beispiel auch mediterrane Kräuter. Was heißt Medi? Mittel. Was heißt Terran? Erde. Mittelerde Kräuter. Na? da kommst du mir jetzt nicht dagegen an. Nee, da komme ich gerade nicht dagegen an. Das ist Hobbitkraut. Kannst du da Pfeife rauchen? So wie Gummibärchen. Du rauchst Gummibärchen in deiner Pfeife. Oh, das muss aber dann. Die Pfeife putzen wird schwer. Ja, da reicht so ein oller Pfeifenreiniger, den es im Handel gibt, nicht. Dum. Ich weiß, was ich vergessen habe. Ich wollte dem alten Sack guten Ton schenken. Das wollte ich machen. Leute, jetzt seid mal ein bisschen produktiver. Hallo, wir wollen die Leute unterhalten. Warte mal kurz. Also, ich muss hier gerade wieder Leute abblocken, die mit mir reden wollen. Das ist widerlich. Weißt du, hey, Menschen. Da melden sich die Menschen über 2-3 Monate nicht, dann wollen sie aber mal mit einem reden, wenn du sagst, nee, keine Zeit, komm schon, spiel mit mir, nein. Mann, ich bin zu gefragt, das ist widerlich, vor allem während meiner Prüfungszeit wollen sie alle mit mir reden, aber wenn ich mal frei hab, nee. Darf ich von dir abschreiben? Nein. Ja, witzig, wenn die meine Mitschüler werden. Ich hätte doch keine Menschen in Skype, die ich in echt auch noch kenne, das ist ja abartig. Stimmt. Wieso nicht? Dann hätte ich dich, wenn ich das wirklich machen würde, dann hätte ich dich wahrscheinlich schon längst getroffen und hätte eine Therapie nötig gehabt. Dann hättest du mich in Bayern besucht. Hättest so, du mich mal besucht, dann wäre echt Schluss gewesen. Wieso? Dann hätten wir uns, glaube ich, beide nur noch gehasst. Glaube ich nicht. Mir droht Masu die ganze Zeit, wenn er mich besucht, dass er mir in die Badewanne kackt, aber mir auch nicht. Aha. Davon weiß ich aber nichts. Ist mir neu, ich glaube, das hast du mit jemand anderem, hast du das mit Frozy abgemacht? Nee. Ich habe ja Masu schon besucht. Ah.
Und dieses Jahr bin ich dran. Und dann sagt er schon die ganze Zeit, der Kane, wenn ich dich besuche, dann kacke ich dir in die Badewanne. Das sind aber freundliche Zustände bei euch. Habt ihr irgendwie so ein Bukake-Zeug zwischen euch gehen? Du kackst mir in die Wanne, ich kacke dir in die Wanne und Nee. Besser ist, dass ich dich nicht zu mir durchgerungen habe, dich zu besuchen oder du. Du kennst es ja, wie es ist so, ne? Ich hätte deine Rituale nicht ertragen, glaube ich. Pat, was machst du da? Lass mich in Ruhe in der Badewanne! Pat, geh da weg! Was machst du da? Weißt du, dann versucht man dann so nach 2 Tagen durchzocken, dann mal so das Auge zuzumachen, dann wollen sie sich in so ein Bad reinschleichen. Sag ich, was machst du? Und sperrt sich ein. Ich muss das tun! Ja, du bist scheiße, Matt. Das passt auch so schön zum Thema. Ich finde es lustig, so in so einer Gollum-Stellung dann. Ich muss das tun. Ich verkaufe. Jeder litt der Wetter, Matt. Lauf nicht auf den Arsch. Das bekomme ich nie wieder aus dem Kopf. Weißt du, erzählt er was von Unterhaltung und jetzt erzählt er mir von wegen, dass er es nicht mehr ertragen kann. Was ist mit dir los? Ach, ja, keine Ahnung. Was heißt der jetzt? Werde ich nicht mehr lustig weiter? Das war. Ja, scheiße. Ach, fick dich, Matt. So, jetzt erstmal sacken lassen. Ja. Eck, du willst eigentlich Battlefield 4 so zur Zeit. Da ist ja die Beta gespielt, wenn ich mich recht entsinne. Oder? Stabiler. Es ist stabiler geworden. Stabiler geworden, ja. Okay. Es stürzt nicht einfach mal so wieder ab. Ist es so wie bei COD, dass auch nur solche kleinen Hacker-Kiddies, die, du hast mich gekillt, machen rumlaufen, oder ist da die Community wesentlich besser? Naja, der Chat besteht eigentlich meistens so aus Fucker, Camper, Cheater, Hacker, fuck you. Das ist aber, glaube ich, fast bei jedem Shooter so. Nee, also bei T-Balls war das nicht so. Da waren die Spieler auch T-Balls ist ja auch scheiße. Da gab's auch keine Voice-over-IP-Funktion. Das wäre auch ein bisschen abartig gewesen. Alter. Jo. Also sind... Ja. Ist die Battlefield-Community so im Sinne von genauso scheiße wie die COD-Community? Ich weiß ja nicht, ich hab ja beides nie Multiplayer gespielt. Ich hab mir COD nur so als Zwischenheits-Shooter gespielt gehabt und dann auch nur Kampagne, also nicht so. Was ich empfehlen kann, ist immer, wenn du Multiplayer spielen willst, die alten, also ja, wenn zum das Beispiel ist COD MW2 ist dann zum Beispiel gut, dann gibt's da einen harten Kern an Spielern, das dann eben keine Kiddies ist, dass du dann erträglich spielen kannst. Ja, das ist mir bewusst, das ist ja auch so. Ich habe mit einem Kollegen aus der Schule geredet, der spielt auch Battlefield. Und der hat gesagt, Battlefield sage ich, COD. Und der meinte so, das Neue kannst du online nicht spielen. Was der ist halt. Ja, bitte. Der hat halt dann auch Dings, der spielt jetzt auch ein paar Spiele davor. Also ich glaube, der spielt bei MW2 jetzt online. Ist gut. Und da sagte er, das ist der Multiplayer. Wesentlich besser, keine Flamer, keine Kiddies. Spieler-Communities, aus meiner Erfahrung jetzt bisher, ich habe mir vor kurzem DayZ geholt, nach längerem Überlegen. Ich habe mir auch DayZ geholt. Die Spieler-Community ist sehr witzig. Ich bin zum Beispiel random auf einem Server gespawnt und auf einmal waren da 2 Deutsche, die haben irgendwie sich totgelabert und dann haben sie mich angegriffen mit ihren Fäusten, dann habe ich zurückgeboxt, dann bin ich weggerannt, wir haben uns zugeflamed die ganze Zeit. Freundschaftlich, von wegen verpiss dich, du dummes Arschloch. Dann bin ich bewusstlos gewesen, dann haben sie meine Hose geklaut. Dann habe ich den anderen K.O. gehauen, dessen Hose geklaut, nachdem ich wieder wach geworden bin. Und am Ende waren wir zu 5 dort und haben uns versucht, alle gegenseitig bewusstlos zu hauen. Es ist dann mitgeendet, dass 2 andere Deutsche natürlich, es waren dann am Ende 7 deutsche Spieler in einem Fleck.
so einer riesigen Karte verwunderlich. Die haben uns mit Mosins ins Bein geschossen, dass wir nur kriechen konnten und wir sind dann alle erbärmlich verblutet. Und die haben uns auch einen schönen Tag gewünscht, nachdem sie uns abgeschossen haben. Wir haben gesagt, wir gehen jetzt wieder. Viel Spaß. Es war sehr schön. Oder du rennst gerade wild durch die Gegend, auf einmal hörst du ein ganz distanziertes Hey! Hey! Und du drehst dich um, sprintet dir ein Spieler entgegen, guckt dich an, du hast eine Schaufel in der Hand und denkst, ich könnte den eigentlich gerade totern. Bleibt er mir 2 Meter vor der Nase stehen. Juruski! Kurzes Überlegen von mir. Drück auf meinen Voice-over-IP-Knopf. No, Ruski. Er drückt auf seinen Knopf. Okay, rennt wieder weg. Das Bild, ich kenne ja die Charakter von DayZ, ich hab's ja auch auf Steam. Aber ja. Ich spiel's nicht, weil, keine Ahnung. Aber das Bild, das ist cool. Wenn der so angesprintet kommt. Ja, und ich steh so total konfus da. Was? Okay, nur Ruski. Weg war er. Ach ja. Also es macht sehr viel Spaß, muss ich sagen. Gucken wir mal, wie es Wetter morgen wird. Das Problem ist, ich bin immer auf Server gekommen, wo ich keine Verbindung zum Host bekommen habe. Immer. Es war ziemlich nervig. Aber es ist halt noch Early Access, ne? Ja. Auch sehr cool, wenn da irgendwelche Leute plötzlich vor dir stehen. Kill me, please! Und du guckst sie an. Ich habe aber keine Waffe. Da habe ich einen mit den Fäusten gehauen, der liegt bewusstlos am Boden. You are a noob! Go away! Und ich habe gedacht, was willst du von mir? Ja, am Anfang hat man ja diese scheiß schwarze Frau. Ich so, im Chat, wechselt der Charakter eigentlich noch irgendwann? Oder muss dann erst sterben? Ich bin eine asiatische Frau geworden am Anfang. War sehr unangenehm. So eine schwarze, so eine potenzielle schwarze Frau. Ich bin aber auch erstmal mit der Asiatin weitergezogen, weil ich gedacht habe, ich muss jetzt keinen neuen Charakter machen. Ich so, nee, mit der laufe ich dich rum. Also wenn will ich dann mit einem vernünftigen Charakter machen. Okay, das war's jetzt für den Part. Wunderbar. Ich bedanke mich mal fürs Co-Kommentieren und sage ciao, ciao, bis zum nächsten Mal bei Harvest Moon Magical Melody. Bis dann, ciao, ciao. Tschö.